von den Unabhängigen. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Die für uns entscheidende Frage ist doch, wenn wir die Wahlen vom 28. Oktober bewerten, ob wir es mit einem Parlament zu tun haben, das tatsächlich den Willen der ukrainischen Bevölkerung widerspiegelt oder nicht. Und ich glaube, man kann bei allen Mängeln, die man vielleicht festgestellt hat, ob man die jetzt, wie man sie bewertet, ist eine andere Sache, kann man doch grundsätzlich feststellen, dass dieses Parlament dem Willen der ukrainischen Bevölkerung entspricht. Nicht einmal die größten Kritiker dieser Wahlen werden das Gegenteil beweisen können. Auch alle Exit-Polls haben ergeben, dass ziemlich exakt das Wahlergebnis, das dann festgestellt wurde, auch dort bereits prognostiziert war. Das heißt, wir haben es mit einem Parlament zu tun, das von Legitimität und von Legalität getragen ist. Und in diesen 5 Wahlkreisen, wo Verstöße festgestellt wurden, werden ja auch entsprechende Nachwahlen stattfinden, die ebenfalls wiederum international beobachtet werden. Wir müssen auch anerkennen, dass die Ukraine einen Modernisierungswillen hat, und zwar ist er nicht nur von der Bevölkerung getragen, sondern auch von der Regierung getragen. Dass sie den Willen, dass die Ukrainer den Willen haben, Rechtsstaatlichkeit zu verbessern, insbesondere im Bereich des Strafprozessrechts, und dass sie den ernsthaften Willen unternehmen, Korruption zu bekämpfen. Und da sind sie sogar weiter und engagierter als manches EU-Land. Ja, das möchte ich in Richtung Balkan einmal in aller Deutlichkeit gesagt haben. Daher ist es, glaube ich, schon vernünftig und auch im Interesse Europas, dieses Assoziierungsabkommen voranzutreiben und keinen unangemessenen Druck auf die Ukraine auszuüben, weil es dort niemandem hilft. Und wenn man immer wieder den Namen Timoschenko strapaziert, wer immer mit Ukrainern redet, wird feststellen, dass die Ukrainer ganz andere Sorgen haben als die Frau Timoschenko. Das ist eine Sorge, die hier herinnen getragen wird, aber nicht von den Ukrainern. Wir sollten unsere Interessen am Assoziierungsabkommen im Auge haben und die Entwicklung der Ukraine als demokratisches Land. Ich danke Ihnen. Jetzt kommt Herr Gahler. Es ist wichtig, dass wir die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine weiter aktiv begleiten, denn wir haben ja eigentlich eine sehr umfangreiche